Wir haben Feindkontakt! Leichen sollten wohl nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. Ich meinte, keine Ahnung, Zeitkompression oder so. Die hat's überlebt! Aber hey. Die andere Drohne. Yo, jetzt haben wir. Jetzt sind wir. Sitzen wir ganz schön. Also, wenn die jetzt. Oh fuck, sie hat mich gesehen. So, unsere Suche nach Chase Gell, die uns in der letzten Mission zu seinem Anwesen dort hinten geführt hat, führt uns jetzt in dieser Folge, in dieser Mission weiter in Richtung Drohnentestgelände auf Fenbok. Aber zuvor habe ich mich bereits hier zu diesem, hier zum Biwak, zum Sweden Mountain Biwak begeben, um uns etwas vorzubereiten. Denn ich habe so das dumpfe Gefühl, dass es in diesem Drohnentestgelände viele aktive Drohnen und viele aktive Wachen, die die Drohnen ja, beobachten, geben wird. Daher möchte ich da sehr ungern unvorbereitet rein. Und ja, ist ja außerdem auch mal eine schöne Gelegenheit, ein bisschen das Crafting-System anzuschauen. Ja, so, Spritzen haben wir nur noch zwei. Die können wir uns gerne noch mal ein paar herstellen, wenn wir das können. Jawohl, zwei. Ja, ich weiß, dass man das auch alles aus dem Inventar raus direkt machen kann. Aber der Immersion wegen, hier im Ghost Recon Breakpoint Immersive Mode Let's Play, mache ich das alles nur im Biwak. So, machen wir hier eins. Vorübergehende Stärkung, ja, eins. So, dass wir vielleicht von jedem eins haben, damit wir überall, achso, Nachladetempo, und das war hier Genauigkeit. Ja, damit wir nach Belieben, je nachdem wie es die Situation erfordert, uns ein bisschen durch die Nahrung buffen können. So, haben wir jetzt von allem eins? Nein, von den beiden hier nicht. Wir bräuchten reichhaltige Proteine und grundlegende Proteine. Vielleicht müssen wir da in einer späteren Folge oder auch so zwischendrin mal jagen gehen. Oder ich mache das einfach so zwischendurch, ohne dass die Aufnahme läuft. So, womit wollen wir denn uns hier ins Drohnentestgelände begeben, mit welchem Buff? Erfahrungspunkte Bonus wäre, glaube ich, momentan noch ganz gut, denn je schneller wir Max Level sind, desto schneller haben wir einen Haufen Zeug, das wir freischalten können. Was ich übrigens immer so zwischen den Folgen mache, oder ich schneide es raus, damit ihr nie genau wisst, was geskillt ist. Aber keine Sorge, ich zeig's euch gleich. So, wann gehen wir denn rein? Wir hatten bis jetzt eigentlich nur Nachtmissionen, mehr oder weniger. Machen wir es mal morgens, dann müssten wir ungefähr mittags dort ankommen. Dann ist man nicht ganz so dunkel, macht das Ganze etwas schwieriger für mich, aber was soll's. Das soll nicht euer Problem sein. So, die Skills wollte ich euch kurz zeigen, was geskillt ist. Natürlich hier Echelon, das habt ihr glaube ich noch gesehen. Ansonsten Erfahrungspunkteaufwertung, Fallschirm, Nachtsicht und Wärmebild, die ich allerdings auch nur benutzen werde, wenn wir ein Nachtsichtgerät anhaben. Einfach der Immersion wegen. Dann Raketenwerfer freigeschaltet, Ausdauerkosten um 40% reduziert. Schmaler Schatten für mehr Tarnung, mehr Wendigkeit. Passt, glaube ich, ganz gut zum Panther und auch zum Echelon. Und außerdem Ration Stufe 2, damit man die herstellen kann, habt ihr eben bereits gesehen. Und dadurch habe ich auch direkt eins von jeder Sorte hier bekommen. Hier von den etwas besseren
von den erweiterten Rationen. Gut, ansonsten würde ich einmal noch gern schauen. Jawohl. Die G36 auf MK2 geupgradet. Prima. Gut, dann schauen wir mal, wo ist denn das Fenbok-Testgebiet? Im südwestlichen Teil der Region Fenbok. Südwestlich hätten wir hier irgendwo ein Ensemble aus Häuserattrappen. So. Sind das hier Häuserattrappen? Gute Frage. Das hier sind irgendwas anderes, aber keine Häuserattrappen. Das andere sind normale Basen, so wie es aussieht. Ja, ich denke, das hier könnte es sein. Was ich auch noch mache, beziehungsweise nicht mache, also ich nutze, wenn ich die Schnellreise nutze, dann nur von Biwak zu Biwak, nicht von irgendwoher. Und ich werde aber hier so lange, bis wir hier nicht mal ordentlich was aufgedeckt haben, versuchen, an Land überall hinzukommen. Auto, Fahrrad, genau, Motorrad und sowas. Um die Karte aufzudecken einfach. Und auch um etwas zu sehen. Und ja, das habt ihr bereits gesehen, wie ich das mache. Das beschleunige ich dann einfach so schnell, dass das für euch nicht so lange dauert. Haufen Biwaks da hinten. Okay, dann begeben wir uns auf die Reise zum Fenbok-Testgebiet. Das habe ich natürlich, hupsa, nicht geguckt, in welcher Richtung das liegt. Das liegt nordöstlich ungefähr, ne? Oder ist das hier Fenbok? Yes, hier ist Fenbok. So Ost-Nord-Ost. Okay, alles klar. Dann hören wir uns gleich wieder im oder am Rande des Fenbok-Testgebiets. So, Dalle, da sind wir, glaube ich. Jawohl. Und das sieht auch ganz richtig aus hier. Dies muss das Drohnentestgelände sein. Haufen Häuserattrappen. Eine Drohne, die ich direkt sehe. Und sicher noch andere Drohnen. Ich höre zumindest, da ist noch eine. Ein Behälter mit Scale Credits. Wachen sehe ich jetzt noch gar nicht so viele. Ein Haufen Informationen. Da oben ist eine Wache, da ist eine Wache, da drin steht einer. Da steht einer, da steht... Okay, gut, sind doch ein paar Wachen hier. Ein Wissenschaftler. Noch zwei Wachen. Okay. Die Halle hier scheint etwas abgelegen zu sein. Auf Anhieb draußen sehe ich jetzt mal noch keine Wachen. Ich riskiere mal einen Blick. Oh, da läuft ein Dicker rum. Alles klar. Wenn das der einzige ist, soll der mich nicht weiter stören. Fahre ich da mal schnell rum. Ja, war ein bisschen holpriger Ritt. Das Auto hat ein bisschen gelitten. Ich hau mir gleich mal noch eine Spritze in den Arm. Also, ihr wisst schon, Heilung und so. Nur zur Sicherheit.
Oder ich versuche es zumindest. Sammle hier noch ein paar Blümchen auf. Ja, wir haben uns tatsächlich ein bisschen verletzt hier. Auf der Reise. Gut, alles klar. So. Schade, dass ich die nicht im Nahkampf nehmen kann. Das wäre doch eine Idee für einen Skill, oder? Dass man auch die Dicken im Nahkampf nehmen kann. Oder wegziehen kann, oder keine Ahnung, irgendwas halt. Ich möchte gern, dass er wieder reingeht. Denn ich kann, wenn ich ihn draußen ausschalte... Ich meine, da ist eine Straße, ne? Ich weiß es nicht. Wie sehr da Autos vorbeikommen, aber es ist... Ja, eine... Ein Verbindungsstück von der Hauptstraße. Ich möchte ungern, dass die dann die Leiche entdecken. Oh, da hinten ist eine Kiste. Gut. Moment, wir haben doch auch die Simultanschussdrohnen. Was haben wir denn eigentlich sonst noch so? Simultanschussdrohnen, Sensorgranaten. Ja. Gut. Ich nehme hier mal die Simultanschussdrohnen mit rein, anstatt die Sprenggranaten. Weil Sprenggranaten sind eher was Offensives. Ich spiele hier allerdings lieber... Ich gehe hier lieber defensiv vor. Kommst du rein, oder... Patrouillierst du nur hin und her? Was für eine Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Moment. Moment, 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 Moment. Ablenkungsköder. Hey. Hört ihr das? Ich schau mal nach. Jo, er hat's gehört. Sehr gut. Vielleicht kann ich ihn dann ja da hinten in die Ecke locken oder so. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Ist das zu weit weg? Nein, das war nicht zu weit weg. Er ist drauf angesprungen. Absolut gar nichts. Und da kann der nicht hier rein, das wäre doof. Da er kommt, sehr schön. Du wirst sterben. Ich kann's fühlen. Ja. Fühlst du etwa Geister? Bist du ein Medium? Hier ist nichts und niemand. Ja, ein Geist halt, ne? Wir haben Feindkontakt! What the fuck? Dann braucht man mit der Pistole 2 Schüsse, um den Helm wegzukriegen. Uiuiuiui. Aber gut. Hat hier sonst niemand gehört, dann schnappen wir uns mal die Intel, die Informationen. Na, Informationen zum Verbleib von Jay Skell, sehr gut. Jay Skell hat die Drohne in diesem Gebiet aktiviert. Das Ding muss eine GPS-Karte haben, mit der ich das Signal verfolgen kann. So, in der Kiste ist nur eine Waffe drin. Die wollen wir nicht. So, welche Drohne hat der denn aktiviert, Meister Skell? Da ganz hinten die. Na gut, die fährt da rum, ne? Fährt da rum. Eine Inkubus. Hm, da oben sind 2 Sachen. Ah, da will ich auf jeden Fall hoch. Will ich auf jeden Fall hoch hier. Ist ein Ausrüstungsteil. Was ist das denn? Kompensator für ein LMG? Ja. Gut, und es gibt noch 2 Arbeitshandschuhe und Oakley-Schuhe. Ich habe mir übrigens auch die Schuhe von aus Gels Anwesen habe ich mir noch geholt. Und übrigens nur, falls euch das interessiert, ich werde es jetzt diesmal nicht vorlesen. Ihr könnt es dann selbst lesen, Pause machen, selbst lesen. Habe ich noch 2 Fundstücke noch gefunden, die beiden hier. Jo,
Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Macht das Teil hier die Geräusche oder fährt dann das Drohne rum? Okay, ist die Maschine. Alles klar. So, den Sniper da oben müssen wir wegbekommen. Snacken wir ganz gemütlich von hier unten weg. Das müsste ungefähr so sein. Bam! Headshot. So, der ist weg. Das ist unser Wildschweinfreund. Oh, dieses bedrohliche Brummen, ne? Ist brutal. So, dann haben wir noch einen auf jeden Fall im Tower drin. Jo, ist tatsächlich nur einer. Der muss auch weg. So, dann haben wir die beiden da vorne vorm Eingang noch. Ich habe nur eine Ladung für die Elektroschockpistole. Mann, ich bräuchte mehr. Und die eine Ladung brauche ich für die Drohne. Aber auch erst, wenn das Gebiet sicher ist, weil das Teil deaktiviert die Drohne nur, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Wenn ich mir das von meiner Ausbildung richtig gemerkt habe. Aber halt auch nicht, die Deaktivierung hält halt nicht unendlich an. So, wie komme ich denn hier sicher zum Tower? Wir haben hier keine Wachen, ne? Da haben wir noch Scale Credits. Da oben ist das andere Kleidungsstück. Und ist ja da eins davon. Wo ist das andere? Wo ist das andere? Das ist die Frage aller Fragen. Da ist ein Apache. Oder ein Pseudo-Apache, den könnten wir uns mal borgen, um die Drohne zu zerstören, theoretisch. Also hier sollen zwei Kleidungsstücke sein. Die Drohne erfasst hier nur eine. Nur eins. Und hier ist Geldcredits, ein Aufstiegspunkt, den LMG-Aufsatz. Und ein Kleidungsstück. Aber es sollten zwei sein. Zur Not mache ich das nochmal offscreen. So, zum Tower wollte ich aber. So, wir haben hier eine Wache, die mich sehen könnte und dort. Sind dort in dem Gebiet noch andere Wachen? Nur die Drohnen, glaube ich, oder? Okay, es scheinen nur die beiden Wachen dort zu sein. Plus die Drohne. Das heißt, ich kann die Wachen ganz gemütlich von dort oben ausschalten. Insofern es keine Drohne sieht. Hinten auch noch was? Bestimmt. So, ja, am besten gerade ganz da hinten. Zack. So. Er hier. Ja, so mitten drauf am besten, genau. Gut, die Wachen haben nichts mitbekommen, das ist sehr gut. Die knüpfe ich mir dann aus fast nächster Nähe vor, damit ich sie direkt außer Sicht tragen kann, damit die patrouillierenden Drohnen sie nicht entdecken können. Diese eine Drohne dort macht mir es allerdings Sorgen, die bei dem Wissenschaftler darum wuselt. Ich wechsle mal zur Pistole. Die andere Drohne kommt gerade da. Sollte ich vielleicht ein bisschen warten. Kann ja derweil versuchen, zu diesen Scale Credits zu kommen.
Allerdings habe ich hier gar nicht aufgeklärt. Das ist ein bisschen suboptimal. Aber das kriegen wir schon hin. Oh, es kommt... Oh, meine Güte. So, das Ding ist dahinter. Okay. Kann ich da? Jawohl, kann ich. Geld. Money, money, money. Und da hinten hat irgendjemand schwer geseufzt. Schnell weg hier. Und den gleichen Fehler von der anderen Seite gemacht. So, die Drohne scheint sich wieder zu entfernen. Unsere Missionszieldrohne. So, hallo. Hallo, ihr beiden. Die Drohne macht mir echt Sorgen. Die Wissenschaftler-Drohne da hinten. Beim Einsatz in Freeport hat es wohl Widerstand gegeben. So, schnell rüber. Da ist eine hohe Wand zum Glück. So, tragen. Na, einfach da oben hinlegen. Oder da rein. Genau. Zack. Leichen sollten wohl nach Möglichkeit nicht entdeckt werden. So, ich hoffe, die Tür geht jetzt noch zu. Das werden wir gleich erfahren. Nein, tut sie nicht. Dann müssen wir sie eben die Treppen hochtragen. Jetzt ist die Tür zu. Sehr schön. Ach, wie gerne hätte ich jetzt das Cloaking Spray vom Panther. Aber gut, man kann halt nicht alles haben. Tatsächlich nutze ich die Klassenfähigkeit vom Echelon. Also einmal die Echelon-Sicht und durch Wände schauen kann. Nicht, also kaum. Und zum anderen die Fähigkeit, wenn man eine Pistole ausgerüstet hat, hört man so ein Pling. Habt ihr eben vielleicht gehört, als ich die beiden Wachen ausgeschaltet habe, nachdem ich den ersten getötet habe. Wenn man dann direkt zielt, dann soll man dem eigentlich direkt auf den Kopf zielen, aber bei mir hat das irgendwie insgesamt einmal geklappt oder so. Nutze ich das eigentlich auch nicht. Precipice Falls Biwak. So. Jetzt schnappen wir uns da oben die... Ah, da hinten habe ich gerade einen gesehen. Den können wir auch gleich wegmachen. Hier von hier aus, glaube ich. Und, wenn der steht, das ist der, der eben so schwer geatmet hat da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der nicht entdeckt wird. Was sind denn noch Wachen? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ah. Hier soll es recht sein. Oder ich habe schon mehr ausgeschaltet, als ich dachte. So, hier haben wir den leichten Maschinengewehrkompensator. Und hier den Fertigkeitspunkt. Gut. Ich scoute mal nochmal. Ich sollte die deaktivieren, wo die nichts davon mitbekommt. Sonst habe ich gleich zwei Drohnen am Hals. Echt blöd wäre. Sehe aber auch von hier keinen weiteren Kleidungsbehälter, außer den. Hier müsste theoretisch noch irgendwo einer sein. Oh, guck mal da. Ein Kommandante mit Informationen.
So. Ja, Leitern sind überbewertet. So, was sollen wir denn mit der Drohne machen? Die Drohne schickt Daten an einen unbekannten Standort der Computerwelt mit einer Seriennummer entsperrt. GPS-Karte bekommen von der Drohne. Alles klar. Wir müssen also die GPS... Oh, hier. Hallo? Nur mal checken, ob da einer drin ist. Nicht, dass da noch eine böse Überraschung gibt. Oh Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Vielleicht sollte ich Pistole ausrüsten, damit ich weiß, wenn ich entdeckt werde. An und für sich würde ich gerne den Generator ausschalten. Aber was passiert dann mit dieser anderen Drohne da hinten? Ich meine, die ist momentan an den Computer gekoppelt. Finden wir es raus. Generator ist aus. So. Sie steht aktuell. Der Computer, der Laptop scheint auf Akku zu laufen. Also alles gut. So. Es wird gefährlich. Vor allem, wenn da jetzt noch irgendwo einer rumsteht, den ich nicht gesehen habe. Ah, der kommt gar nicht hier vorne rum. Mist. Da drin vielleicht. Ist das Ding in der Häuserattrappe? Nee, wo ist das Teil? Hinten dran, noch ganz in der Mitte der Basis. Ach shit. Okay, dann warten wir eben, bis das Teil wieder zurückkommt. Schnappen wir uns in derweil noch eventuell übergebliebene Wachen. Einfach mal mitten auf die Straße setzen. Und gucken. Stimmen, aber die kamen von da unten. Oh, jetzt sehe ich hier. Ja, da ist der zweite Kleidungscontainer. Wunderbar. Der andere war hier oben, ne? Gut. So, wenn die Drohne wieder zurückkommt, wird sie geschockt. Kann ich das Fass, ich meine, das steht so schön da, kann ich das vielleicht ein bisschen... Ja, kann ich. Gut. Wenn ich es schaffe, die Drohne dort zu schocken. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, jein. Versuch das so ein bisschen von hinten zu machen. Oh Gott, lieber vielleicht doch nicht von hinten. Da ist die andere Drohne. Vielleicht, keine Ahnung. Ah, von da hinten kann ich es machen. Das Fass ist da am Zebrastreifen. Wunderbar. Dann warten wir mal auf die Drohne. Nein, wo fährt die denn rum? Verdammt. Ja gut, dann warte ich eben, bis sie wieder da ist. Oh, allerdings. Nicht, dass sie mich gleich von hinten entdeckt hier. So, dann warten wir eben noch ein bisschen länger. Zeitdilatation aktiviert.
Ja, ihr habt natürlich recht, es ist die Zeitdilatation ist was ganz anderes. Ich meinte, keine Ahnung, Zeitkompression oder so. Die hat's überlebt! Shit. Shit! We have a problem. Houston, we have a problem. Shit. Nun, damit habe ich nicht gerechnet. Der Thron hat halt einfach gar nichts ausgemacht. Vermutlich, weil sie sofort Schaden durch das Fass bekommen hat. Und durch Schaden werden die Thronen ja wieder aktiviert, wenn sie gestunt sind. Wenn sie betäubt sind. Dann ist jetzt Zeit für ein bisschen Action. Wobei, die andere... Oh, wen haben wir denn da? Ich habe keine Ahnung, wen wir da haben. Aber irgendjemand ist gerade oben rumgerannt. Jetzt nicht mehr. Ich muss aufpassen. Run. Oh, da ist der Kommandant. Ups, ich wollte ihm eigentlich nur ins Bein schießen. Es war keine Absicht, ihn direkt zu sprengen, aber hey. Die andere Drohne. Yo, jetzt sitzen wir ganz schön. Also wenn die eine jetzt da rumkommt, da hinten. Dann haben wir ein dickes Problem. Scheiße. Ich muss hier weg. Das ist eigentlich das Schlimmste am ganzen Spiel. Die Drohnen. Ich hoffe, mir geht die Munition nicht aus, bevor die Drohnen bei uns sind. Nein. Oh Gott, die eine ist down. Die andere ist da. Oh fuck, sie hat mich gesehen. Sie hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich wollte da hoch, bitte. Kleine Verschnaufspause. Jetzt rum. Wo zur Hölle fährt die Drohne rum? Na gut, dann eben wieder zurück. So, hier oben gab es ja nichts, ne? Nee. Oh, Feinde. Zwei, alles klar, die kriegen wir. Zack. Das waren die... Oh Gott. Ich hasse das, wenn Wachen nach einem Kopfschuss noch einen Todesschrei von sich geben. Katastrophal. Warum liegt die Leiche dort? Ich glaube, die Drohne hat ihn darüber geschoben. Nun, hi. Ich wollte gerade sagen, schön, dass du zu mir kommst, aber zuerst ist die Drohne dran. Oder auch nicht. Hey, mein Freund. Na, ein paar Infos für mich? Okay, für eine komplett andere Quest, alles klar. Ihre Waffengefährten rächen, das ist die Quest, in der es gegen Walker geht. Okay, Arschloch. Ich werde nur ein einziges Mal fragen.
Wo ist Walker? Das ist alles. Ich habe alles erzählt. Mehr weiß ich nicht. Gut. Dann schlaf schön. Mein Gott, diese Drohne, die kommt ganz schön rum, was? Oh, jetzt hat sie Gas gegeben. Qualmt aber ganz schön ordentlich. Ich glaube, die geht jetzt wieder ihrem Standard. Die wollte ihre Standardpatrouille wieder aufnehmen. Das hat jetzt alles sehr viel Munition gekostet. So, dann haben wir mal die GPS-Karte. Der GPS-Chip einer Drohne, inklusive eingravierter Seriennummer. So, da müssen wir zur Antenne. Die Antenne ist da oben. Gut. Da wollen wir sowieso hin, denn dort oben ist noch eine Kiste. Hallo, Leiter? Achso, andere Seite. Gut, aber alles in allem haben wir das doch ganz gut hingekriegt, oder? Oh, noch eine Wache. Wo? Moment, stimmt, da war noch der Heavy, ne? Wo ist der? Ah, das ist kein Heavy. Da läuft aber noch ein Heavy, ich höre den. Hier ist absolut nichts. Ich weite die Suche aus. Das denkst du nur, dass da nix ist. Hier ist nichts. Natürlich ist da was. Du siehst es nur nicht. Nur weil du es nicht siehst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Geht der wieder? Ja. So, wo ist der Heavy? Ich habe ihn gerade da unten irgendwo gehört. Wo ist der? Ich habe seine schwere Rüstung klimpern gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Gibt es hier drin noch irgendwas? Nö? Gut, alles klar. Supi, supi. So, hier haben wir die Arbeitshandschuhe, alles klar. Dann schauen wir mal, wo uns das GPS-Signal hinführt. Übertragungsmitschriften. Ein Verzeichnis der Übertragungen, die von der Fanbock-Antenne empfangen wurden. Das Logbuch verzeichnet eine Reihe von Anweisungen, die an das Drohnentestgelände gesendet wurden. Sie alle kamen von einem nicht zurückverfolgbaren Server namens Point Zero. Und wir wissen aus der letzten Mission, dass Skell zu Point Zero wollte. So. Ich muss zurück zur Hill, überlegen, genau, wie es weitergeht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Hill hat den Treffpunkt auf der Taktikkarte markiert. Und das ist wo? Da hinten. Da hinten. Aber zuerst schnappen wir uns natürlich noch hier den Kleidungscontainer. Jo. So, das ist wieder an einem Fluss. Okay. Nordöstlich von hier. Alles klar. Ich würde ja an für sich schon gern mit dem Apache dahin fliegen, aber wenn man mit Flugzeugen und Helis fliegt, dann wird die Karte leider nicht aufgedeckt. Was voll dumm ist. Aber so ist es nun mal.
Deshalb werde ich schauen, ob wir uns da unten auch noch irgendwo ein Fahrzeug ausleihen können. So, in welchem Gebäude ist die? Da. Hallo du? Eine Reaktion wie ein Kuhschwanz. Oh, da ist tatsächlich ein Auto. Sehr gut. Gefällt mir. So, dann treffen wir uns nochmal mit unserem Freund Hill. Das Ding müsste ausgeschaltet sein, da wir den Generator deaktiviert haben. Jo, perfekt. Achso, natürlich. Falls ihr so seid wie ich, hier, dürft das natürlich gerne abscannen. Das ist, glaube ich, nur ein Link auf die Scale-Webseite. Bin mir nicht mehr sicher. Schon so ewig her, dass ich das Teil gescannt habe. Wenn es überhaupt scannbar war. Aber ich glaube, es war scannbar. Oh, noch mehr Infos. Informationen. Wir sind in einem Guerillakrieg. Absolut unabdingbar. Komm. Und zwar Informationen zu einer UMP oder zum Biwak. Ich nehme den Biwak. Oder das Biwak. Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Ich habe tatsächlich eine ganze Zeit lang gedacht, das heißt Bundeswehr im Wald außer Kontrolle. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es halt wirklich ein, keine Ahnung, ein eigenes Wort ist. Da gäbe es Motorräder. Aber die lasse ich einfach mal. Ich fahre hier querfeldein. Oh oh. Shit. Aus dem Weg. Du willst mich. Du willst mich platt machen. Weit getroffen. Ja, ich will dich platt machen. Scheiße! Oh oh. Na bitte, geht doch. Heiliges Lottchen. Das hat mich ganz schön böse erwischt. Heieiei, ich dachte, das wäre ein gepanzertes Fahrzeug. Dafür bin ich aber ziemlich mitgenommen. Hey, der Witzke, da gehen die drei Bandagen drauf. Ja, ich weiß, dass man das auch vorher abbrechen kann und dann eine Spritze benutzen kann, aber hey. Und ein Heli natürlich auch noch. Warum auch nicht? Ich bin nur ein Busch. Ich bin nur ein Busch. Beachte mich nicht. Hey. Hallo. Sommershof, ein Ort. Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Mir fällt nur ein Ort ein, an dem Sie vielleicht fündig werden. Danke und bis bald. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass man da nicht halt noch andere Fragen stellen kann, aber ich höre eine Drohne. Da. Getroffen. Wo ist sie? Da hinten. An diesem Baum. Alles klar. Schnappen wir uns und dann geht's weiter zu Josiah Hill, unserem guten Kameraden Josiah Hill. Da sind wir. Gibt's hier irgendwas? Ja, da oben gibt's einen Kleidungsbehälter. Gut, den schnappen wir uns zuerst und dann erstatten wir unserem Kameraden Bericht und hören mal, was er so rausgefunden hat in der Zeit. Stahlkappenstiefel. Dankeschön.
Josiah, was ist das? Hab unsere Leute gefunden. Johnson. Weaver. Das waren gute Männer. Verdammt, was hat Walker vor? Er ist durchgedreht. Seit dieser Sache damals mit Vaughn. Ich hätte ihn stoppen müssen. Du weißt, wie Vaughn drauf war. Ja, aber... es hätte nicht so laufen müssen. Was ist hier los? Da war... ich dachte, jemand schießt auf mich. Das ist unser Dorf, Vaughn. Das sind doch Verbündete. Sie war bewaffnet. Sie hatte eine Waffe. Tja, ich kann keine sehen. Nein, sie hatte eine Waffe. Seht ihr? Ich hatte keine Wahl. Willst du mich verarschen? Das reicht. Du hast schon mehr als genug von meiner verdammten Zeit verschwendet. Nein, das kannst du nicht machen. Das ist deine Schuld. Nein, das ist deine Schuld. Du hast mich schikaniert. Oh Gott. Immer weitergetrieben. Du kannst... du wirst... oh Mann, mein Dad wird erfahren, was du mir angetan hast. Du erbärmlicher Wurm. Holst du dich bei Daddy aus? Ist es das, was du vorhast? Jedes Mal, wenn du verkackst, gibst du einem anderen die Schuld, oder? Jedes Mal, wenn du Ärger hast, wartest du einfach auf deinen Daddy und vertraust darauf, dass er dir hilft, hm? Ich sag dir mal was. Dein Daddy ist nicht hier. Halt's Maul! Ich bin ein guter Soldat! Ich bin ein guter Soldat! Du bist ein wertloses, verficktes Stück Scheiße. Hey, 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 hey. Ruhig, komm schon. Komm, Vaughn. Gib mir deine Waffe. Na los. Walker. Was hast du getan? Er war erledigt. Jetzt ist er erledigt. Davon abgesehen, hätte ich das wertlose Schwein nicht umgelegt, wäre bald das ganze Dorf hinter uns her. Mann, das ist scheiße, Walker! Den Rest kennst du ja. Ja, du hast nicht ausgesagt. Deshalb war er nicht im Knast. Ich hätte etwas sagen müssen. Dann säßen wir jetzt nicht in dieser Scheiße. Nein. Das war richtig. Sag das meinen Leuten, die er erschossen hat. Hast du was zu Skell? Das hier habe ich aus einem Labor. Neue Informationen. So. E-Mail von Jay Skell zur Strukturwartung. Geborgen von Josiah Hill. Ed, ich habe große Zweifel, was die aktuellen Abrissarbeiten angeht. Ich kann nicht genug betonen, dass das unterirdische Point Zero Labor einsatzbereit und streng geheim bleiben muss.
Du musst die Integrität des Fundaments dieses Gebäudes ständig überprüfen. Lass sonst niemanden rein. Wenn irgendwas repariert werden muss, kannst du die Reparaturdrohnen benutzen. Aber weihe niemanden ein. Niemanden. Auch nicht Ayana Puri oder Joanna Jericho. Ich hoffe, du hast dafür Verständnis, Jace Skell. Schlussfolgerung, Jace. Skell unterhält ein geheimes Labor unter dem Hauptsitz der Skell Foundation. Lösen. Dieses unterirdische Labor muss noch intakt sein. Sehen wir es uns an. Ich weiß nicht. Ich würde gern Walkers Männer auskundschaften. Rausfinden, was er vorhat. Wenn du bekannte Gesichter siehst, glaub nicht, dass sie Freunde sind. Ein guter Rat. Wir treffen uns dann hier. Ja, das war Skell unterwegs. Wir wissen jetzt also, wo sich Jace Skell aufhält. Und diesen Informationen werden wir in der nächsten Mission, der nächsten Folge nachgehen. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.